Hallo? Warum gehen Sie jetzt? Die Kunden haben Angst. Das ist der Kunde von dem Reiskocher. Warte. Bist du bereit? Das ist der Reiskocher-Kunde. Hallo? So Leute, heute machen wir mal das erste Video im ganz normalen Werkstattalltag. Müssen wir leider machen, weil wir sonst keine Zeit dafür haben. Wir haben heute den schönen Honda Civic Type R wieder hier. Da haben wir schon mal ein Video von hochgeladen. Und der bekommt jetzt heute eine Downpipe von uns, die wir selbst im Haus angefertigt haben. Und das ist dieses schöne Teil hier. Bei uns im eigenen Haus gefertigt. Daniel, wir waren nochmal 100 mm, ne? Ja. Da ist übrigens der Daniel, unser Profischweißer, der alles immer macht. Moment, warte. Da war auch Jan, aber der war unscharf, wie immer. Der hat keinen Bock. Er will immer anonym bleiben. Ja, auf jeden Fall. Daniel, ist meint das dein Scheiß Ernst? Meint er das ernst? Der meint das ernst. Daniel! Ist das dein verschissener Ernst? Ja, auf jeden Fall. HJS-Cut, natürlich nur vom Feinsten, 100 mm Eingangsdurchmesser und unten gehen wir auf 70 mm runter. Müssen wir machen, weil der Flansch gibt einfach nicht mehr her. Ja, das bauen wir dann jetzt mal ein, also erstmal die Serienpipe aus und mal gucken, wie sich das Ding nachher anhört und wie der fährt. Das ist der schöne VTEC-Motor, der 2 Liter Turbo. Die Downpipe ist relativ einfach gestrickt und sitzt hier einfach vorne. Unter Mietzeschutzblech, also Turbolader vorne. Was hier nicht so optimal ist bei dem Motor, ist, dass die Ansaugung hier direkt über die Downpipe geht und natürlich extrem viel Wärme abbekommt. Dazu aber nachher mehr, weil da haben wir schon eine Lösung wohl für gefunden, wie wir das ein bisschen verbessern können. Das ist so ein kleines Gimmick noch. Nichts Besonderes, aber wird die Ansauglufttemperatur dann auch ein bisschen absenken. Ja, dann bauen wir jetzt erstmal die Ansaugung aus und dann gucken wir gleich mal weiter, wie das mit der Downpipe aussieht. So, wir versuchen jetzt gerade seit 10 Minuten die Karre anzubocken. Irgendeiner hat so beschissen schief da drauf geparkt. Toll. Das kriegen wir noch hin. Jo, also wir sind on Tour mit der neuen Downpipe. Wir machen natürlich eine 100-200er Messung mal eben. Aber wir müssen erstmal warm fahren. Klanglich schon ein bisschen dumpfer, wenn er richtig warm ist. Vorsicht, Hund. Ja, doch, hörst aber schon anders. Ja, Probepferdchen. Hat eigentlich ganz gut geklappt alles. Passt auch alles picobello. Ja, dann gehen wir jetzt mal auf die Bahn. Messen nochmal 100-200, gucken nochmal so ein bisschen ein paar Außenaufnahmen vom Klang her. Auf jeden Fall hat er jetzt eine gute Basis schon mal, wenn der Ladeluftkühler drin ist, für ein kleines Software-Update. Bist du nicht beim letzten Mal hier auch mitgefahren? Oder? Ja. Du warst dann, ne? Ja, sicher. Ich kann halt schlecht sagen, aber ich finde, klanglich ist, glaube ich, anders an, ne? Ja, ist besser. Nicht jetzt der Ultra-Brüller, aber... wo bin ich? Da bist du. Aber, wir haben uns ja die Außenanlage schon angeguckt und da ist Potenzial für eine Klappe, also dass man die Serienabgasanlage umarbeitet mit einer Klappe. Wenn der Kunde Bock darauf hat, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch noch mal sehen. Hoffentlich. Ja, jetzt fahren wir erstmal auf die Autobahn. Tschüss. Jo, also. Wir messen jetzt mal von 80 und dann gucken wir mal. Ja, geht schon wieder.
Das ist raus. Das Mikro ist weg. Oh, okay. Moment, wir filmen gleich weiter. Willkommen bei Fanlo Motorsport TV. Leider zerlegt sich unser Mikro immer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach mal als Handmikro. Ja, ist sehr handlich. Also das Blöde ist, mit dem Schalten ist ein bisschen scheiße. Ja, danke Frank für das gute Flicken. Das funktioniert so leider nicht. Ja, wir machen jetzt nochmal eine Messung, weil uns ist das Mikro gerade flöten gegangen. Und ja, ich gebe weiter an den Kollegen zur Sportschau. Ja, dann Gas. VTEC kickt in your. Wie das Ding dreht, ne? Geil. Boom! Also, 100, 150, 5,1 und 100, 200, 13,8. 13,8, 100, 200. Was hatten wir letztes Mal nochmal? 14,2? Irgendwie so was, ja. Also ist jetzt ein bisschen besser. Könnte jetzt auch, ich weiß nicht, ob es jetzt 5 Grad kälter ist. Wobei man muss sagen, wahrscheinlich liegt das an unserer Goldummantelung. Die ist nämlich dafür zuständig, um die Ansaugluft nochmal kälter zu machen. Also, alle Leute müssen mit Gold ummanteln. Nee, aber ich sag mal, die Downpipe wird wahrscheinlich jetzt erstmal wie erwartet, wie immer, mit einem Serientrim nicht wirklich viel bringen, außer vielleicht ein bisschen Klang. Und man muss halt die Software danach anpassen und vielleicht noch Ladeluftkühler, und dann hat man eigentlich ein geiles Setup. Wir machen noch mal ein paar schöne Außenaufnahmen und verabschieden uns dann mit diesem köstlichen Fahrzeug wieder und sehen uns im nächsten Video.